bedeuten, Uta Akasumigaoka? Was hat das zu bedeuten, Sawamura-san? Ich will wissen, wieso in dem Pool-Event auf einmal 5 Mädchen vorkommen. Es sollten nur 2 sein. Das meinst du? Sagen wir mal, unsere kleine Schwimmbad-Exkursion hat meine Fantasie angeregt und mich auf neue Ideen gebracht. Wenn du so weitreichende Veränderungen vornimmst, ist dir nicht klar, welche Arbeit du der Illustratorin aufbürdest, die ihre Zeichnungen an deine Erzählung anpassen muss? Hast du überhaupt schon angefangen zu zeichnen? Soweit ich sehe, hängst du mit den Illustrationen ein gutes Stück hinter dem Zeitplan her. Ach, aber jetzt wurden die Bilder in meinem Kopf allesamt über den Haufen geworfen. Das heißt, dank dir werde ich mich womöglich unnötig verspäten. Keine Sorge. Hier ist Inspiration für dich. Ich habe mich bemüht, sowohl Aussehen als auch Badeanzug der blonden Kira Reeves bei der Kawamura bis ins kleinste Detail zu beschreiben. Ja, klapper so, flach wie ein Brett und mit Push-Up-Einlagen. Alles an dieser Beschreibung ist einfach nur falsch. Ach ja? Es handelt sich hierbei doch um einen fiktiven Charakter, den ich mir ausgedacht habe. Wie können die Informationen, die ich gebe, also falsch sein? Den Körperbau auszuarbeiten ist Aufgabe des Character-Designs. Und was fällt dir ein, das Design für diese Kaohiba-Digaoka zu ändern und ihre Taille als schmal zu beschreiben? Laut finalem Entwurf sollte sie einen schwabbeligen Bauch und wulstige Pobacken haben. Was du nicht sagst. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, zu diesem Designvorschlag mein Einverständnis gegeben zu haben. Das Design ist ja wohl Sache der Illustratorin. Eine Schreiberin hat da nichts zu melden. Scheint, als wäre unser Zirkel heute so produktiv wie immer, was? Kann man so sagen.